Tom's Talktime, Folge 518. Das meiste im Leben wird nicht erreicht, weil es nicht gemacht wird. TomsTalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem sonnigen Mexiko hier von der legendären Baja California und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht nämlich in die alte Heimatstadt, genauer gesagt nach München. Bei mir im Interview ist heute der Obaid Rahimi. Obaid, schön, dass du dabei bist. Hi, grüß dich. Es freut mich sehr, dabei zu sein. Ja, du hast eine richtig, richtig coole Story, Obaid. Und zwar, wo ich das gehört habe, habe ich gleich gesagt, Mensch, den Typ müssen wir unbedingt im Interview haben. Denn heutzutage in der Wirtschaft hat man das ja immer öfter, es werden Firmen gegründet, rein auf Profit und woran generell ja nichts falsch ist. Aber bei vielen Firmen wird dann auch sehr oft so diese ethischen Grundsätze stehen dann ganz weit hinten irgendwo auf der Skala, wenn sie überhaupt noch draufstehen. Und bei dir ist das absolut umgedreht. Du hast die Überlegung gehabt, das hat sich bei dir im während des BWL-Studiums hat sich das schon entwickelt, dass du eine Firma gründen möchtest, aber dass die ethischen Grundsätze ganz, ganz weit oben stehen und du hast eine richtig coole Story dahinter. Du bist in Afghanistan, in Kabul geboren, bist dann eben als kleines Kind mit deinen Eltern nach Deutschland gekommen. Ihr seid vor den Taliban-Regimen damals geflohen oder besser gesagt deinen Eltern. Genau. In dem Sinne, weil du konntest ja noch nicht viel beeinflussen und bist praktisch dann in Hamburg, soweit ich weiß, aufgewachsen, hast dann hier auch studiert und hast dann aber natürlich diese Verbindung natürlich auch zum Heimatland immer noch da. Und als du dann das erste Mal in Afghanistan wieder warst, hast du gesehen, dass die Kinder dort alle Sandalen tragen, woran ja erstmal nichts Schlimmes ist, aber das wird schlimm, wenn man weiß, dass sie das auch im Winter tun. Und in Afghanistan wird es auch knackig kalt. Also das ist ja nicht das ganze Jahr über nur warm da unten. Und hast dann gedacht, also, da muss man was gegen machen und hast dadurch dann die Firma Shoemates gegründet. Ist das so erstmal als Überblick richtig? Das ist genau so gewesen. Okay, cool. Dann erzähl mal kurz ein bisschen was über dich, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Vielleicht kurz nochmal was Privates und dann nochmal ein bisschen mehr über Shoemates. Und was hat das jetzt mit Afghanistan zu tun, mit den Kindern und warum eine Firma in Deutschland? Führ uns da mal ein bisschen durch. Okay, sehr gerne. Genau, also wie du gesagt hast, ich bin in Hamburg groß geworden, bin dort zur Schule gegangen, habe dort dann auch studiert. Ich habe einen Doppelbachelor gemacht in Philosophie und in BWL. Klingt erstmal als eine sehr exotische Kombination, aber war, wie ich im Nachhinein sagen würde, eine sehr gute Entscheidung, weil ich mich da auch schon im Studium neben meiner BWL-Lehre und Tätigkeit die Möglichkeit hatte, auch mit ethischen Fragen zu beschäftigen, weil in Philosophie immer noch in Deutschland so die Ethik mit so die prominente Thema ist und habe auch da so ein bisschen einfach mich reingelesen und habe dann mit den ethischen Fragen halt mich in meinen Seminararbeiten und meine Klausuren halt herumschlagen müssen und kam eigentlich durch ein Praktikum dort zu einem IT-Unternehmen, ein Startup-Unternehmen, was damals, als ich angefangen habe, 80 Mitarbeiter hatte und als ich verlassen habe, knapp 400 und kam das erste Mal so mit Gründung in Berührung. Aber es war auch da für mich halt so ein bisschen die Idee, wie kann man das beide verbinden, wie kann man ethisches Handeln und Gründung verbinden, aber hatte erstmal gar keine konkrete Ideen. Das war einfach so, man schwelgte manchmal in Gedanken und stellte sich einige Fragen, die man erstmal gar nicht unbedingt eine Antwort sucht. Und dann war das so, dass ich zum Masterstudium möglichst weit weg von zu Hause sein wollte, aber nicht Deutschland verlassen wollte. Und da kam halt Passau in Frage, weil Passau so ziemlich der letzte Ort ist in Deutschland. Und danach kommt direkt Österreich. Und dann sind wir dort mit Freunden und so halt in eine Studentengruppe reingekommen. Also freiwillig, das war alles, was neben dem Studium passiert ist, das hieß damals noch SIFE. SIFE stand für Students in Free Enterprises. Okay. Und die Idee von SIFE fand ich sehr spannend. Und zwar ging es darum, dass Studenten im Grunde sich mit der Frage beschäftigt haben, wie kann man Projekte starten oder wie kann man echte Projekte starten, die sozial nachhaltig und profitabel sind. Und SIFE gibt's auf der ganzen Welt, in vielen Unis, an einigen Unis größer, an anderen Unis kleiner. In Passau war es relativ klein.
Aber dann kamen wir halt so rein und waren eine Gruppe von 15, 16 Leuten, Freunde, die alle gemeinsam studiert haben und haben so ein bisschen so die Gruppe noch neu gegründet, neu gestaltet. Mhm. Das ist an der Uni sehr typisch, weil die Studenten alle 2 Jahre komplett auswechseln. Ja. Und das war im Jahr 2011, 2012. Und damals, also ich sage das deshalb, weil es war halt vor der Flüchtlingskrise. Und wir kamen halt alle aus Großstädten und haben uns dann erstmal die Frage gestellt, welche Probleme, gesellschaftliche Probleme gibt es in Passau? Und um die Frage zu konkretisieren, welche Gruppe von Menschen in der Gesellschaft in Passau braucht unsere Unterstützung? Mhm. Und wie könnten wir diese Gruppe irgendwie nützlich sein, behilflich sein? Und wie könnte man durch dieses Helfen wollen ein Geschäftskonzept aufbauen? Mhm. Und es ist eigentlich, es klingt natürlich so fast schon ein bisschen wie auf einem Film, aber es war wirklich so auf eine WG-Party von Freunden. Wir saßen da um einen Kasten Bier herum und haben halt philosophiert, haben wirklich über alles geredet. Mhm. Und da war die Frage, was für ein Projekt könnten wir starten? Und dann war halt wirklich so die Überlegung, okay, wer wohnt in Passau oder wer lebt in Passau? Und in Passau leben Studenten und ganz viele ältere Leute. Mhm. Hat einfach den Hintergrund, dass viele junge Leute aus der Region wegziehen zu Ausbildung, die nicht studieren wollen, und daher du halt eine relativ zwei homogene Gruppen hast, wirklich die jungen Studenten und die etwas älteren Leute, die da halt einfach ihr Leben lang gelebt haben. Mhm. Und dann meinte jemand, es ist doch voll cool, zur Zeit Mützen zu tragen. Was wäre, wenn wir hier ältere Damen fragen, ob sie Lust haben, für uns zu stricken? Aha. Und dann können wir die Mützen nehmen und können die verkaufen. Geil. Und auf der Party wurden wir wirklich ausgelacht, weil die meinten, wo wollt ihr diese Omis finden? Wer hat Lust, irgendwie jetzt eine Mütze zu kaufen, die eine Oma gestrickt hat? Ich bekomme jedes Jahr Socken geschenkt und ich trage sie ja auch nicht. Ja. Okay. Aber haben wir gesagt, ja, okay, gut, kann man ja schauen, und haben uns wirklich dann dran gesetzt, haben halt sozusagen geschaut, wie könnte man dieses Projekt auf die Beine stellen, wie könnte es profitabel sein, sind dann als allererstes zu Seniorenheim gegangen und haben mit den Leuten, mit dem Management gesprochen, haben gesagt, hey, wir hatten so eine Idee und wollen erstmal nur schauen, kann sowas funktionieren, kann sowas nicht funktionieren, und dann haben sie halt im Heim einfach die Damen gefragt, wer kann stricken, wer hat Lust zu stricken. Und haben dann relativ ernüchternd herausgefunden, dass zwar sehr viele Damen, die dort leben, stricken können und auch sehr viel Lust hätten. Das Problem ist nur, die meisten Damen, die in Heimen wohnen, haben nicht mehr die Fingerfertigkeit, um zu stricken. Das heißt einfach, ihnen geht körperlich nicht mehr so gut, dass sie stricken könnten, weil Stricken durchaus halt eine gewisse Fingerfertigkeit benötigt. Ja, klar. Ja, macht Sinn. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, haben sonst geschaut, so ob wir an diese ältere Generation herankommen. Und dann haben wir einfach durch Freunde, haben Freunde ihrer Omis gefragt, ob sie jemanden kennen, und haben 3 Omis gesagt, also die 3 echte Omis von den Freunden gesagt, ja, ich kann stricken und ich habe Lust mitzumachen. Aha, geil. Und so hatten wir die allerersten 3 Omis, ja, und über ihre Kreise, die bekannten Kreis, haben wir noch 2 weitere gefunden. Dann hatten wir insgesamt 5 Omis, die Lust hatten, mit uns zu stricken. Mhm. Und sind wir einfach direkt in Passau in einem Wollladen rein, haben dort Wolle gekauft und haben das den Omis gegeben und meinten, strick doch mal. Aber haben auch dann vorher uns Muster online gekauft. Mhm. Das heißt, die Strickmuster, wie gestrickt werden soll, haben wir vorgegeben. Okay. Von Anfang an haben gewisse Marken geschaut, ja, welche Art von Mützen kommen gerade ganz gut an, welche sind gerade angesagt, und haben gesagt, string doch bitte diese Mützen. Hatten halt 2 Modelle, einmal mit Bommel, einmal ohne Bommel, also einmal mit Beanie und einmal mit Bommel. Und es hat auch soweit ganz gut funktioniert, aber wir haben gemerkt, dass wir halt einfach viel mehr Wolle brauchen, um eine gewisse Anzahl zu produzieren, und sind halt zu dem Laden gegangen, meinten, wir bräuchten mehr Wolle. Und dann meinte die Dame, es ist halt eine Kleinstadt, da sind alle Leute eigentlich sehr nett, ja, meinte so, wenn ihr so viel Wolle braucht, kauft doch nicht bei mir, kauft es direkt beim Zulieferer. Ja. Und hat uns eine Nummer gegeben, meinte, ruft da mal an und erzählt ihn einfach. Und das war eine Firma in der Schweiz. Mhm. Und dann haben wir einfach angerufen. Ich meine, als Student hat er viel Zeit, ja, und meinten, ja, hier, wir würden gerne von euch Wolle kaufen. Und das ist das Projekt. Wir sind Studenten aus der Uni Passau. Und
irgendwie meinten die, alles klar, 2 Tage später kam eine E-Mail zurück, dass die halt das intern besprochen haben, die finden das, was wir machen, so toll, sie werden uns Wolle im Wert von 2000 Euro einfach schenken. Geil. Okay. Wir waren höchst begeistert von dem Vorschlag und haben es nicht sehr dankend angenommen. Ja. Und damit sind wir richtig gestartet und haben dann halt auch noch Glück gehabt, weil in Passau, die Passauer Neue Presse hat dann über uns einen Bericht geschrieben und das haben sehr viele ältere Damen gelesen und haben mehr Zulauf bekommen und hatten dann irgendwann 10 Omis, die stricken wollten, mit uns gestrickt haben. Mhm. Cool. Und so entstand das Ganze halt, dass wir dann wirklich dann die Omis hatten und stricken konnten und haben am Anfang auch noch, wir haben, falls du gesehen hast, so ein Branding, das ist so ein Holzknopf und halt noch unser Tag mit unserer Marke an der Mütze. Und am Anfang haben wir die auch noch selbst angenäht. Wir haben uns wirklich in der Bib getroffen, 5, 6 Leute mit Nähzeug und haben angefangen zu nähen, obwohl von uns Jungs zumindest keiner vorher in seinem Leben genäht hatte. Ja. Haben aber dann erkannt, okay, das ist sehr zeitaufwendig und die Klausuren kommen relativ nah. Mhm. Das können wir selbst nicht machen. Und haben dann geschaut, ob es irgendjemand gibt, der das machen kann. Und uns hat jemand gesagt, dass in den Behindertenwerkstätten in Deutschland sowas häufig gemacht wird. Und dann haben wir einfach dort jemand gefunden, haben gefragt, hey, das ist unser Projekt. Könnt ihr das machen? Habt ihr Leute, die das machen können? Und die meinten, ja, klar, machen wir gerne. Und dann haben wir das ausgelagert und haben dann dort wirklich das gesagt, ihr macht das, das Vernähen der Mützen. Mhm. Und Verpackung auch. Und dann richtig genau cool. So ist es dann auch passiert. Dann haben sie dort halt das dort angefangen zu vernähen und wurde verpackt. Und die allerersten Mützen haben wir dann auf dem Campus verkauft. Da hat unser Marketingprofessor, das weiß ich noch, immer so ein Herr Klarmann, gesagt, ihr könnt einfach an dem Tag um 14 Uhr zu mir ins Büro kommen, stellt euch da hin und verkauft die Mützen. Und so haben wir die allererst Mützen verkauft auf dem Campus vom Büro von dem Marketingprofessor aus. Also so wie man so ein Studentenprojekt halt sich vorstellt. Geil. Aber das ist eine Kleinstadt, daher hat sich das schnell rumgesprochen und dann war der größte Modeladen dort, fand die Idee super und meinte, ich kann die für euch verkaufen einfach, ohne jetzt Provision zu nehmen, ich verkaufe die für euch. Und dann haben wir halt die Mützen so kurz vor Winter, das war so Oktober, Anfang Oktober, haben wir hingebracht. Bei und welches das Jahr? Das war 2012. Das schon. Okay, auch noch. Okay. Genau, und das hat dann reingehauen, wirklich wie eine Bombe. Und da haben wir ungelogen pro Woche 2000 Euro Umsatz gemacht damit. Krass, ist das ja geil. Das war der Wahnsinn. Ja, und dann sind wir alle einmal pro Woche hin, haben so 2000 Euro geholt. Geil, es ist echt ein sehr geiler Story. Ja. Also auch die Idee, also da wirklich nochmal auch ein ganz fettes Dankeschön, auch wenn ich keine der Omis kenne, aber ich finde das einfach richtig geil, wenn man so ein Projekt umsetzt und dann auch weiterdenkt mit dem Annähen, dass man dann halt nicht sagt, okay, dann gehen wir es in eine Näherei, sondern dann auch wieder diesen Ansatz hat, okay, wer kann denn noch da unterstützen, der vielleicht von der Gesellschaft nicht so mega anerkannt ist? Also das ist richtig, richtig geil. Cool. Genau, das war die Idee war ja genau dieses Nachhaltigkeit und Sozial und Profitabilität. Aber es gab dann noch eine Sache, was passiert ist, und zwar, nachdem halt das Ganze echt gut gestartet ist und nachdem das Ganze richtig gut reingehauen hat und wir halt Umsatz gemacht haben und mehr Wolle kaufen konnten, kam irgendwann ein Brief und dann ruft mich halt eine von den Jungs an und sagt, Obi, wir sind richtig am Arsch. Ich so, wieso, was ist los? Er meint, er hat einen Brief hier vor sich liegen von der Kanzlei in Frankfurt. Diese Kanzlei vertritt die Marke Head. Das ist eine Firma aus der Schweiz. Sie werfen uns vor, ihr Markenrechte verletzt zu haben und da drin steht, dass wir 3 Wochen Zeit haben, alle Produkte zu vernichten und unsere Website offline zu nehmen und alle Werbung, was jemals damit dafür gemacht worden ist, halt vom Markt zu nehmen. Ach scheiße, okay. Ja, und dann, was machst du dann als Student? Ja, klar. Wir haben halt natürlich rumgewitzelt, meinten, wir kommen bestimmt alle in den Knast. Wir werden alle in den Knast kommen und wir werden eiskalt dafür verhaftet. Ja, und dann, was wir gemacht haben, ist, wir waren halt recht locker in unserem Denken, haben jetzt uns nicht viel gedacht, haben einfach dann bei Head angerufen in der Schweiz. Und haben gesagt, ob wir mit der Leitung oder von jemandem vom Marketing sprechen können. Haben mit ihm nach Leitung von Marketing gefragt. Und rein zufällig war die Dame, die wirklich dort diese Abteilung leitet, dort.
Und wir haben ihr davon erzählt, meinten, warum macht ihr das und kann man das nicht irgendwas machen? Und sie meinte, hey, sie hat davon gar keine Ahnung. Die haben eine Kanzlei in Frankfurt, die machen Monitoring die ganze Zeit im Markt und die schaut sich das Ganze an. Und er wird uns dann zeitnah Bescheid geben, wie es weitergeht. Und eine Woche später kam eine E-Mail von ihr, dass sie mit der Kanzlei gesprochen hat und das, was wir machen, total toll findet und die auf gar keinen Fall möchte, dass wir die Mützen zerstören und sowas. Geil. Und hat gesagt, was das Problem war, wir hatten die Marke Headmates halt beim Patentamt angemeldet, aha, aber auf unserem Tag stand das untereinander, das heißt oben Head und unten Mates. Und wir hatten auf dem Head dieses Register-Zeichen gemacht. Das heißt, für die hieß es so, als ob wir behaupten würden, dass wir Head registriert haben. Check, okay. Und sie meinte, schreibt das aus komplett als Wort und macht dann euer R drauf, ist gar kein Problem. Und wir können die Mütze noch, die wir noch haben, verkaufen. Aber wir müssen auf jeden Fall bitte das ändern und einfach unser Tag ein bisschen verändern und alles andere ist gut. War geil. Dann haben wir es genauso gemacht. Genau, krass. Und dann, also es war also am Anfang richtig krass, aber dann hat sich das recht schnell halt aufgelöst und dann haben wir unsere Website verändert, haben halt überall die Marke nur noch ausgeschrieben und das ist auch bis heute so und das passt auch dann. Wow, was für eine Story, hey, saugeil. Ja, das war richtig ein Auf und Ab halt, weil wir gedacht haben, guck mal, jetzt haben wir so viel Mützen produziert und das Ding richtig, richtig erfolgreich und dann kommt sowas, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Aber trotzdem noch eine Trotzdem noch eine Frage, also wie gesagt, der ethische Aspekt, mega geil, also da gibt's gar nichts, aber trotzdem auch aus unternehmerischer Sicht, seid ihr denn trotzdem auch profitabel? Also mit dem Headmats-Projekt hatten wir gar nicht vorgehabt, von vornherein profitabel zu sein. Die Idee war, dass wir profitabel, also dass wir natürlich Gewinne generieren, aber die Gewinne werden zu 100% in die Firma wieder reinvestiert, damit wir mehr Wolle kaufen können und wir mehr Damen haben, die stricken. Das heißt, von vornherein war die Idee halt, dass wir das Projekt nicht als profitables Projekt betreiben, sondern wirklich als ein Projekt, was sich selbst nur weil vergrößert. Mhm. Und aus dieser Überlegung heraus entstand auch so ein bisschen die Idee zu Shoemates, weil wir uns gefragt haben, was könnte ein zweites Projekt sein, was die gleichen Werte trägt, also profitabel, nachhaltig und sozial ist, aber rein theoretisch man davon leben könnte. Und haben uns dann wirklich eine Brainstorming-Phase gegönnt von 1-2 Monaten, haben uns häufig zusammengesetzt, haben angeschaut, was kann man machen und hat verschiedenste Ideen mit irgendwelche Laptop-Taschen und all das, aber irgendwie war alles nicht so das Wahre. Mhm. Und dann kam halt die Idee mit den Schuhen, haben wir recherchiert, haben dann auch natürlich Toms gesehen und dass sowas schon mal in Amerika gemacht wird. Fand das ganz, also an sich von Idee ganz cool und haben aber auch da gleich von vornherein gesehen, dass dieses Projekt, was Toms betreibt, an vielen Stellen Probleme hat und auch häufig kritisiert wird, weil sie da so ein bisschen ambivalente Beziehungen zum Thema Ethik haben. Das heißt, auf der einen Seite haben sie dieses One-for-One-Prinzip, das heißt, sie spenden Schuhe für jedes Paar, was sie verkaufen, aber auf der anderen Seite werden die Schuhe, die gespendet werden, in China oder Vietnam produziert und werden halt in anderen Ländern hingebracht. Und das Problem ist immer, wenn du ein Produkt, ein physisches Produkt von Land A nach Land B bringst, stellst du dich damit der lokalen Wirtschaft in gewissem Maßen als Konkurrent dar. Klar. Und machst langfristig die Wirtschaft vor Ort kaputt. Ja. Also war für uns die Frage, wenn wir ein ähnliches Projekt machen, müssen wir dafür sorgen, müssen 100% sicher sein, dass wir das halt auch die Wirtschaft vor Ort unterstützen können. Und so kam halt, dass wir gesagt haben, wir werden nur dort Schuhe spenden, wo wir die Schuhe auch selbst produzieren können. Und wir haben dann uns mit ganz vielen Organisationen und so halt kurz geschlossen, haben dann gefragt, haben gemerkt, okay, die großen Organisationen wie Rotes Kreuz, UNICEF und sowas halt haben kein Interesse mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir denn zu klein sind und die Verwaltungskosten, die sie hätten, höher wäre als der Nutzen, den sie damit generieren könnten. Erschreckend eigentlich, ne? Das ist, wenn man sowas hört, oder? Ja, also das ist dieses ganzen Organisationen wie UNICEF und so, die sind einfach sehr, sehr groß und von jedem Euro ist dann 90 Cent dann in die Verwaltung fließt und 10 Cent an den Leuten. Ja, das ist, aber egal, okay, anderes Thema.
Genau, das ist ein anderes Thema. Aber dann, da ich jetzt auf Afghanistan komme, habe ich gedacht, vielleicht kann man in Afghanistan sowas machen, weil ich habe die Kontakte nach Afghanistan ja weiterhin gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich mit meinem Onkel dort unterhalten. Er arbeitet für die lokale. Sprichst du die Sprache oder? Ja, also Persisch, genau. Okay. Was ich zu Hause halt gelernt habe. Mhm. Und dann habe ich die Idee vorgestellt, meinte, wir würden gerne sowas machen, ist das möglich? Und es war rein zufällig so, dass er vor einiger Zeit mit einigen Schuhproduzenten wirklich in Kontakt stand, weil die Schuhproduzenten in Afghanistan sich bei der Regierung beschweren wollten, da die Regierung auf Schuhe, die aus China kommen, sehr niedrige Zölle gesetzt hatte und somit die Schuhe am Markt viel günstiger waren, als die lokalen Produzenten produzieren konnten ja, oder immer noch können. Mhm. Und dadurch war der Kontakt halt da und dann hat er das denen vorgeschlagen und die fanden es gut und meinten, wir würden es machen. Und das Besondere an Schumetz ist der, es ist eigentlich eine ganz klassische wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das heißt, wir gehen hin, wir nehmen Geld in die Hand und kaufen vor Ort ganz einfach Schuhe. Das ist keine Entwicklungsarbeit oder so. Wir sagen dir nicht, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Die sollen einfach, wir suchen die Modelle aus, die produzieren das und dann wird das Ganze abgeholt und dann an Kindern verteilt. Und das war's genau. Das heißt, es ist wirklich ein Foreign Direct Investment, was wir dort machen. Das machen nicht sehr viele Unternehmen in Afghanistan. Mhm. Und das für die Wirtschaft die beste Art von Investment, weil die Wirtschaft damit halt herausgefordert wird, auch richtig gut zu arbeiten. Ja, also das heißt für mich als Kunde jetzt nochmal, um das kurz zu verstehen, das heißt auf der Seite shoemates.de kann ich mir jetzt hier aus Deutschland oder wo auch immer, kann ich mir jetzt meine Schuhe bestellen. Mhm. Und für jedes Paar, was ich dort kaufe, gebt ein gewisser Betrag, nehmt ihr und kauft für diesen Betrag dann ein paar Schuhe, also wirklich eins zu eins. Also ich kaufe ein paar und ihr nehmt dann den Betrag, den ihr dort braucht, um ein paar Schuhe am lokalen Markt zu kaufen und die an bedürftige Kinder dann zu geben. Genau, du finanzierst gewissermaßen einfach die Produktion von ein paar Schuhe durch deinen Einkauf bei Shoemates. Mhm. Und was kosten eure Schuhe bei Shoemates so im Schnitt von bis? Also die günstigsten sind circa bei 50 Euro und die teuersten circa bei 150 Euro. Okay, also in Anführungsstrichen normale Preise, also jetzt nicht irgendwie teuer, sondern okay. Wir sind eigentlich tendenziell ein bisschen günstiger, als wir sein könnten oder sein sollten. Mhm. Der Grund dafür ist aber relativ einfach zu erklären. Unser Social Impact, den wir generieren, entsteht dadurch die Anzahl der Paare, den wir verkaufen. Das heißt, sobald wir mit den Preisen höher gehen, sind wir zwar profitabler, aber wir werden weniger Schuhe verkaufen. Ja. Dadurch haben wir einen geringeren Impact, was wir dann vor Ort erzeugen können. Daher haben wir uns gedacht, es macht für uns viel mehr Sinn, so im mittleren Preissegment zu sein und ein bisschen günstiger zu sein und dadurch einfach viel mehr Kunden in Deutschland zu erreichen und dadurch einfach auch viel mehr Schuhe in Afghanistan zu spenden. Das ist einfach so die Überlegung, weil das viele sagen, wieso seid ihr so günstig? Ja. Aber der Grund ist dafür, wenn wir halt moderate Preise haben, können wir einfach viel mehr Leuten in Afghanistan helfen, als wenn wir teure Preise oder teurere Preise hätten. Ja. Wie regelt ihr das dann vor Ort? Also woher wisst ihr, an wen ihr ein paar Schuhe gebt und dass, ich sage es mal blöd gesagt, dass nicht dann ein Kind irgendwie 10 Paar Schuhe im Schrank stehen hat? Wie regelt ihr sowas? Sehr gute Frage. Wir haben dort ein NGO gefunden, der genau diesen Bereich von uns übernimmt. Das heißt, wir übergeben die gesamte Verantwortung an afghanische Organisationen vor Ort. Mhm. Und das ist ein NGO, die nennen sich Women and Children Welfare Organization. Okay. Was die machen ist, die haben sich darauf spezialisiert, wirklich mit Kindern und Frauen zu arbeiten. Und machen auch schon seit 2008 Sachspenden. Das heißt, sie gehen an Schulen, sie gehen an Dörfern und verteilen dort zum Beispiel kurz vor Winter werden Decken verteilt oder es werden Schulmaterialien verteilt oder es werden halt manchmal auch Reis und so verteilt, wenn die Leute nicht genug zu essen haben. Und ich war 2016 dort und habe mir alles angeschaut, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, das funktioniert folgendermaßen. Die wissen durch ihre Erfahrung und durch die Arbeit, wo die armen, wirklich die armen Menschen leben. Mhm. Wenn in einer Woche oder in zwei Wochen eine Verteilung stattfindet, dann gehen sie hin und suchen sich die Familien aus, wo sie ganz genau wissen,
dass die nicht in der Lage sind, ihren Kindern Schuhe selber zu kaufen. Und dann bekommt jedes Kind so ein Kärtchen mit dem Namen drauf. Und dann ist es, sagen sie, komm in 2 Wochen da und dahin und dann bekommst du ein neues Paar Schuhe. Und in 2 Wochen geht das Kind mit den Eltern oder mit dem Bruder oder wie auch immer und zeigt diese Karte vor. Und mit dieser Karte erhält das Kind ein neues Paar Schuhe und dann muss er halt auch sein Fingerabdruck da lassen. Es geht eher darum, dass durch diese Farbe halt man genau weiß, dass das Kind schon ein paar Schuhe erhalten hat. Ja. Und das ist nicht so, dass das die Karte mehrere Leute bekommen und man halt mit einer Karte mehrere Schuhe bekommt. So funktioniert das Ganze und es funktioniert unheimlich gut. Ich war sehr überrascht, wie strukturiert das Ganze war, wie klar das Ganze geplant war. Aber die machen uns auch schon sehr lange und wissen ganz genau, also wie das zu laufen hat. Und so geht es halt auch. Es wird häufig zum Beispiel an Schulen gemacht. Aha. Wir hatten letztes Jahr auch mehrere Spendetage in Waisenhäusern, auch einmal in 2 Mädchenwaisenhäuser, wo jeweils über 100 Mädchen gelebt haben, wo die Eltern im Krieg irgendwie gestorben sind oder verschwunden sind. Und dort haben wir dann die Verteilung der Schuhe gemacht und die haben dann alle halt jeweils ein neues Paar Schuhe bekommen. Das heißt, da sind wir halt sehr dahinter, auch den Leuten zu erreichen, die sonst einfach vergessen werden von der Gesellschaft und wo sie halt weniger Unterstützung erfahren als jemand, der gewissermaßen jeden Tag auf der Straße ist oder bettelt, kann aber doch immer halt. Ja, ja. Also bin ich jetzt auch echt sehr überrascht, dass das so organisiert ist, wie du das erzählt hast. Das ist ja schon, man könnte schon fast sagen, deutsche Gründlichkeit, wie man das so kennt. Ja. So dieses klar durchstrukturierte. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Bin ich sehr überrascht. Du hast gerade aber schon das Thema noch ein Wort genannt, was ich mir nämlich auch die ganze Zeit die Frage stelle. Ich meine, wenn man jetzt leider heutzutage das Wort Afghanistan hört, hat man ja eigentlich immer genau eine Situation, die man damit verbindet. Und das ist einfach der Krieg, der ja seit vielen Jahren dort herrscht. Wie hat denn der Krieg eure Aktionen beeinflusst? Habt ihr das irgendwie gespürt? Oder ist das eher, wo man sagt, ja, der Krieg ist da, aber den kriegen wir nicht so richtig mit in dieser Arbeit? Wie ist das? Also Afghanistan ist ein sehr großes Land. Also Deutschland würde 3-mal in Afghanistan reinpassen, rein von der Fläche her. Und der Krieg ist halt nur in bestimmten Gebieten. Es ist kein flächendeckender Krieg, es ist nur in bestimmten Gebieten. Vor allem ist es halt im Osten, im Südosten, das heißt in Grenze zu Pakistan und um Kabul herum. Und unsere Produktion findet im Westen Afghanistans statt. Das ist die Stadt liegt ungefähr 2 Stunden von der iranischen Grenze entfernt. Und wie das so häufig auf der ganzen Welt ist, dort, wo du viel Geld hast, hast du auch meistens wenig Krieg und eher tendenziell eher ruhige Gebiete. Das heißt, da einfach durch den Handel mit Iran dort sehr viel Geld im Fluss ist und dort auch andere Sachen produziert werden, ist dieses Gebiet relativ sicher. Natürlich nicht 100% sicher, aber die Menschen leben da ganz normal und dort können wir auch produzieren und dort gibt es auch wirklich Industrie im Anführungszeichen. Es gibt auch andere Industriebereiche, aber dort können wir produzieren. Und wir haben am Anfang im Westen Afghanistans verteilt und werden jetzt auch dieses Jahr ein bisschen weiter weggehen. Aber das heißt, in diesen Gebieten ist es tendenziell eher ruhig und da ist kein Krieg. Okay. Und unsere Arbeit war aus dem Grund davon, Gott sei Dank, völlig unbetroffen. Wir konnten komplett so produzieren, wie wir halt produzieren wollten. Das heißt, seit wann gibt es Shoemates jetzt schon? Also was habt ihr gegründet? Wir haben das, also die erste Idee gab es in 2013. Da haben wir aber halt nur 80 Paar Schuhe eingekauft und haben das getestet, haben das auf dem Campus ein bisschen gemacht. Und dann, so richtig, gibt es Shoemates seit 2015. Seit Mai 2015 gibt es die Shoemates GmbH und seitdem machen wir es dann richtig. Okay, also wirklich schon relativ kurz auch nach Headmates gegründet. Genau, also Headmates waren dann gewissermaßen so 2, 2,5 Jahre davor und Headmates war als Projekt gewissermaßen, hatte eine gewisse Reifegrad erreicht und wollten dementsprechend ein neues Projekt machen. Aber bis es dann so richtig umgesetzt wurde, dauerte es nochmal lange und 2015 Mai haben wir die Shoemates GmbH gegründet und machen das. Ich mache das dann Vollzeit, wir sind ein Team von 5 Leuten jetzt. Und genau.
Und läuft aber auch profitabel. Also du kannst wirklich davon auch Vollzeit leben, oder? Und auch genau, die anderen Angestellten. Hm? Also wir haben nicht nur Festangestellte, wir haben auch wir haben 2 Feste und 3 Studenten. Und dementsprechend, aber ja, wir werden, wir können davon inzwischen gut leben und so ganz normal, normales Gehalt auszahlen. Natürlich nicht so gut wie in der Wirtschaft, aber gut, dass man gut leben kann. Ja, gut, darauf kommt es ja an. Ich meine, was hast du? Ich meine, mehr als ein Auto kannst du normalerweise nicht fahren und in mehr als einem Haus kannst du auch nicht leben. Also das ist so. Genau. Ach, ne? Ja. Ja, aber gut, da sind wir wieder bei ethischen Grunddiskussionen, wo wir sagen dann, okay, das muss jeder für sich selbst Genau. Jetzt hört sich die Story, das hört sich alles richtig geil an, also wirklich auch viel auf und ab, sehr abenteuerlich das Ganze. Aber jetzt ist ja als Unternehmer nicht nur alles, was irgendwie so glatt läuft, sondern man macht ja auch teilweise mal Fehler aus Unwissenheit, wie damals mit dem Head-Marken-Logo, wo dann halt diese Probleme kamen. Was war denn so bisher dein größter Fehler, den du als Unternehmer gemacht hast und wie ist es dazu gekommen? Also ich glaube so als was ein Fehler ist, ist auch so ein bisschen halt auch abhängig von der Bewertung von dem, was wir machen. Klar. Ich kann einfach sagen, eine Sache, was wir gemacht haben, ist, wir haben letztes Jahr halt in 2016 haben wir einen Pop-Up-Store in München geöffnet und die Idee war zu schauen und zu testen, ob man halt auch selber in den Einzelhandel gehen kann, eigene Läden aufmachen kann, Brandstores aufmachen kann und das Ganze war nicht sehr erfolgreich, war halt für uns auch mit gewissen Verlusten verbunden und der Grund dafür einfach der, dass wir wenig Wissen über Einzelhandel hatten, wie man Einzelhandel betreibt, worauf es ankommt, wie man das, also was man vorher alles beachten muss, bevor man Einzelhandelladen aufmacht. Und wir haben diesen Pop-Up-Store aufgemacht in München, in Glockenbachviertel, beste Lage, trotzdem. Mhm. Was ist ein Pop-Up-Store? Ein Pop-Up-Store ist ein Laden, den du halt für eine bestimmte Zeit aufmachst, in dem Fall 6 Monate oder 12 Monate. Aber das okay, und was verkauft? Was verkauft man da? Wir haben unsere Schuhe und Mützen verkauft dort. Ah, okay. Also wir haben einen eigenen, für die Marke Shoemates und Headmates, einen eigenen Laden aufgemacht. Okay. Genau. Aber waren damit halt nicht sehr erfolgreich und der Grund war einfach der, dass wir wenig Wissen über Einzelhandel hatten, wie man einen Einzelhandelladen führt. Online sind wir alle inzwischen recht gut und wissen auch viel Bescheid, aber Einzelhandel halt wussten wir alle gar nicht Bescheid und haben dann auch einiges an Kapital verschleudert und haben halt dann gemerkt, okay, das ist etwas, wo wir nicht wirklich machen, was wir nicht machen können. Und das war halt so ein typischer Fehler, wo wir, glaube ich, das Startup auch uns ein bisschen größer und fähiger gesehen oder erkannt haben, als wir dann letztlich waren und haben dort aber recht nach einigen Monaten gemerkt, okay, dieses Business Einzelhandel zu betreiben, ist ein ganz anderes Business und das benötigt jemanden, der dort wirklich viele Jahre Erfahrung hat und da kommen noch ganz andere Sachen drauf an. Und das war halt so ein unternehmerisch gesehen halt so ein Risiko, was wir eingegangen sind und wo wir auch auf die Nase gefallen sind, muss man ganz klar sagen. Es war halt sozusagen unternehmerisch gesehen ein Fehler. Auf der anderen Seite haben wir natürlich viel Erfahrung gesammelt, wissen jetzt viel mehr, als wir vor einem Jahr wussten. Haben auch dadurch einige neue Ideen und Strategien entwickelt, die wir jetzt gerade verfolgen und aufbauen. Das war so ein wirklich unternehmerischer Fehler, Fehlschuss, was bei uns stattgefunden hat letztes Jahr. Aber man lernte eigentlich viel mehr aus seinen Fehlern als aus dem, was man dann richtig gemacht hat. Das auf jeden Fall, ja. Was war denn aus der Situation die wichtigste Lektion, die du mitgenommen hast? Schuster, bleib bei deinen Leisten sozusagen. Ja, weil einfach unterschiedliche Geschäfte benötigen unterschiedliche Fähigkeiten. Und du kannst als Geschäftsführer oder als Unternehmer eine Sache gut können, weil du einfach das Wissen hast, weil du die Fähigkeiten hast, weil du auch einfach dich gut damit auskennst. Aber nur weil du eine Sache gut kannst, heißt das nicht, dass du auch andere Sachen genauso gut können wirst. Man als Unternehmer, wenn du Erfolg hast, denkst du dir, ich könnte ja alles machen. Und das war so wirklich so ein Erkenntnis zu sagen, nein, du kannst nicht alles machen. Du kannst eine Sache gut machen und aus dem Grund bist du auch erfolgreich darin.
Aber viele oder tausende andere Sachen, die andere Leute erfolgreich machen, willst du nicht können, weil einfach dir das Wissen, die Fähigkeit, die Erfahrung dazu fehlt. Sowas. Das war so das, was wir dort erkannt haben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz, ja. Das kann ich genauso unterschreiben. Jetzt, wenn man dich so reden hört, du bist mit vollem Elan, mit voller Begeisterung dabei. Du sprichst von den beiden Ventures, egal ob jetzt Headmates oder Shoemates ist, da merkt man richtig, dass du, wie du dafür brennst. Aber hast du denn trotzdem, obwohl du das alles mit so viel Leidenschaft machst, auch mal Tage dabei, wo du einfach mal keinen Bock hast, irgendwas zu tun, wo du denkst so, oh nee, irgendwie, ich will nicht aufstehen oder so? Gibt's das? Also ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit einer Masterstudentin geführt. Wir arbeiten sehr viel mit Unis zusammen und sind bei denen auch bei Studenten erstaunlicherweise beliebt und machen häufig Interviews. Und da kam genau diese Frage auf, ob es sowas gibt. Und es gibt wirklich, als Unternehmer ist es ein Auf und Ab. Es ist so, dass du dich morgens früh halt total wie der King fühlst und wieder was ganz Tolles geschafft hast. Und nachmittags kommt wieder eine E-Mail und das haut dir so in den Magen, in die Region rein, dass du denkst, warum tue ich mir das an? Warum mache ich das? Warum bin ich nicht bei BMW? Und mach irgendwas klein. Also es gibt sogar Tage, wo du fünfmal ein Hoch und sechsmal ein Tief hast. Als Unternehmer musst du auch so eine gewisse Fähigkeit oder eine gewisse Spaß daran empfinden, dich wirklich masochistisch zu verhalten. Ja. Du hast Tage, du hast Stunden, da denkst du wirklich, warum mache ich das? Für wen mache ich das? Mhm. Ich könnte doch genauso gut leben, wenn ich einfach einen Job hätte in irgendeinem Unternehmen und würde mein Gehalt am Ende des Monats erhalten. Aber das bist du halt nicht. Du weißt auch da ganz genau, du würdest auch nicht aufgehen, nicht glücklich werden. Mhm. Und du brauchst als Unternehmen auch dieses Schmerz, dieses Pain brauchst du halt manchmal. Ja, genau, so ein gewisser Grund, masochistisch zu sein, der, ich glaube, der gehört wirklich dazu. Ja, das, wie auch bei anderen Gründern, das gehört wirklich dazu. Auch die, die sehr erfolgreich sind, dass die immer wieder halt, ja, das. Wenn du dann mal wirklich keinen Bock auf irgendwas hast oder wenn du dir echt schwerfällt, dich aufzuraffen, wie schaffst du es trotzdem, dich zu motivieren? Oder lässt du dann auch mal alle Neune gerade sein und denkst dir, ach komm, heute mache ich's nicht? Klar, es gibt auch Tage, wo man einfach nicht gar keinen Bock hat und dann sagt man, weißt du was, also ich bin jetzt wir sind in einem ganz coolen Coworking Space mit ein paar Freunden von uns, die auch Startups haben. Insofern, man kann sich manchmal dadurch, dass man sich unterhält mit anderen und in die Küche geht, einen Kaffee trinkt und sich eine halbe Stunde unterhält, wieder ein bisschen halt einkriegen. Sonst einfach eine Runde FIFA spielen und sich richtig auskotzen, geht auch manchmal ganz gut. Okay. Ja, also man muss als Unternehmer auch in der Lage sein, dich selbst zu motivieren. Das ist sehr wichtig. Also das machst du für dich selber und das musst dir bewusst sein. Und wenn du das nicht für dich selber machst und das Gefühl hast, du machst es für andere, wirst du es gar nicht lange aushalten. Ja, das ist richtig, das stimmt. Cool. Obaid, echt sehr geile Story. Kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn möglich mit einem einzigen Wort oder in einem Satz zu antworten. Bist du bereit? Ja. Okay. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Die Angst. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Das meiste im Leben wird nicht erreicht, weil es nicht gemacht wird. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Menschen zu begeistern. Und was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Ich bin manchmal leider etwas schnell ablenkbar. Wie oder womit kann man dich persönlich am besten beeindrucken? Mit Intelligenz. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum großen Erfolg gebracht hat? Ich habe mich getraut und habe es einfach durchgezogen. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gern ein Kamingespräch führen und über welches Thema würdest du mit der Person reden wollen? Mit Obama. Ich finde die Menschen sehr, sehr erstaunlich und begeisternd und einfach über Zustand der Welt. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Das zu verwirklichen, was ich mir selbst wünsche oder die Welt so zu machen, wie ich sie mir wünsche.
Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Producthunt.com. Okay. Was ist das? Ganz kurz noch ein Satz dazu. Das ist eine Website, wo Leute, entweder Gründer oder andere, die ein Produkt kennen, ein neues Produkt vorstellen, und die Leute auf diesen Plattformen können dann kommentieren, können das dafür voten, und dann lernst du einfach neue Produkte auf dem Markt kennen, sei es Spiele, Videos, Bücher, Internetplattformen, was auch immer. Okay, cool. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Ich habe als letzte wirklich The 4-Hour-Week gelesen. Es geht darum, wie man es heute schaffen kann, mit nur 4 Stunden Arbeit in der Woche sich ein Gehalt zu verdienen, wo man gut leben kann. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein schönes Buch. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Wie weit bist du von den 4 Stunden entfernt? 56. Okay. Was ist dein größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch? Ich glaube, es sind Reisen. Reisen zu Orten, die ich noch nicht besucht habe. Mhm. Cool. Für den Abschluss unseres Interviews habe ich mir eine ganz spezielle Frage ausgedacht und bin dann aber echt sehr auf deine Antwort gespannt. Welche 3 Tipps würdest du deinem 18 bis 20 Jahre jungem Ich mit auf den Weg geben und warum genau diese Tipps? Der erste wäre, du kannst es. Der zweite wäre, mach es jetzt, weil jetzt hast du am allerwenigsten zu verlieren. Später wirst du mehr zu verlieren haben. Und der dritte wäre, fang an zu tanzen. Okay, wieso fang an zu tanzen? Ich tanze Salsa und Bachata und ich hätte es viel eher anfangen sollen mit 18, 19 als jetzt mit 27, 28. Ja. Okay, cool. Also du kannst es jetzt, du kannst es im Sinne von, hab einfach den Mut, Dinge einfach anzugreifen und mach es jetzt, so von wegen, wart nicht einfach zu lange, weil viele Menschen warten ja ihr ganzes Leben, so von wegen, ja, das mache ich nächstes Jahr und ja, letztendlich machen sie es nie. Richtig, das heißt, wenn du wirklich was erreichen möchtest, steh jetzt auf und fang damit an. Ja. Geil. Also das komplette Interview, alles, was du gesagt hast, da war so viel Weisheit, so viel Wert drin. Und vor allen Dingen, ich fand das einfach von diesem Gesichtspunkt. Und ich meine, ich habe ja wirklich schon viele Interviews mit Unternehmern geführt. Bei dir, da kristallisiert sich in jedem Satz, sticht so dieses Wort Ethik raus, obwohl du es gar nicht sagst oder nur ganz selten benutzt hast. Aber man hört es einfach, wie wichtig dieser Wert für dich ist. Und das echt Hut ab vor dir und vor deinem Team. Richtig, richtig geile Story. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns dann auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können. Ihr könnt mich am besten erreichen einfach über shoemates.de. Da ist ein Kontaktformular, da könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben und das lese ich mir immer jede einzelne E-Mail durch. Und sollte ich das nicht lesen, werden die Mädels das lesen, mir weiterleiten. Das heißt, da werdet ihr auf jeden Fall zu 100% deine E-Mail wird auf meinen Tisch landen und dann, wer was zu sagen hat oder einfach was loswerden möchte, einfach über shoemates.de Kontaktformular und dort schreiben. Okay, perfekt. Einen letzten Tipp noch, den du so mit unseren Hörern mit auf den Weg geben magst? Genießt das schöne Wetter da bei euch. Hier ist es echt total schrecklich. Nee, ich meine, ob du einen Tipp unseren Hörern noch auf den Weg, als letzten Tipp noch. Ich würde mal sagen, falls ihr noch keine Schuhe für den Sommer habt, kauft Schuhe bei Shoemates. Damit könnt ihr Gutes tun und euch selbst einen wunderschönen Paar Schuhe gönnen. Da möchte ich auch nochmal genau in die Richtung hinschubsen. Sehr geiler Tipp. Und Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 518
oder Obaid Rahimi oder vielleicht Shoemates könnte leichter sein, in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite zu unserem Interview. Und ja, ich kann dich wirklich auch nochmal von meiner Seite wirklich motivieren. Geh auf die Website shoemates.de. Ich finde das Projekt wirklich richtig geil, wenn du neue Schuhe brauchst. Hol sie dir dort. Wenn du eine neue Mütze brauchst, dann geh auf Headmates. Oder ich glaube, das ist sogar auch über Shoemates mitverlinkt, oder? Genau, das ist auf Shoemates. Inzwischen eine Sache, ja, genau. Ja, genau. Also, wenn du das Projekt genauso geil findest wie ich, dann unterstützt das Projekt, hol dir richtig coole Klamotten da, das wäre mega, mega geil. Obaid, bei dir nochmal vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ja, danke für die Einladung. Super Interview. Ich finde, Interviews machen nicht immer Spaß, aber es war wirklich ein super cooler Interview, schöne Fragen und das hat echt Spaß gemacht. Das freut mich. Danke, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.